Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Minecraft. So, was machen wir denn diesmal? Ach ja, wir wollten ins Bett gehen, richtig, ich erinnere mich. Okay, so, das ist ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Ich wollte eigentlich gestern, aber da war ich einfach mal zu stinkig und zu faul. Und ich wollte einfach nicht reden. Manchmal habe ich so eine Phase, wo ich einfach nicht das Maul aufkriegen will. Aber das ist jetzt anders. Was wollte ich machen? Ich habe mir nämlich stattdessen einen Plan gemacht. So, raus hier. Was wir denn heute machen werden? Gucken wir doch mal eben dahin. Ja, das sieht doch gut aus. Oh ja, doch. Dann wird er gleich mehr anbauen. Moment, ich mach mal eben ein bisschen die Musik leiser. Oh, ist schon leise geworden. Okay. Heute wollen wir mal... hier. Okay, da sehen wir es, ja. Da drüben die Leiter, die wollen wir jetzt weiterbauen. Und da haben wir ein Skelett. Okay. Und ich habe beschlossen, dass ich da oben, da wo dieses grüne Zirkel da ist, da will ich gerne... Da ist sowieso ein Absatz mit dieser Leiter. Oh, da ist auch Eisen. Eisen, hui, cool. Okay, da will ich gerne eine kleine Kammer reinbauen, sodass ich da so eine Zwischenstation habe. Denn hier immer rumzulaufen bis da hoch und dann wieder zurück, das dauert mir alles viel zu lange. Und deswegen will ich da oben ein kleines Lager einrichten. Da soll auch ein Bett hin. Das packen wir jetzt gleich mal ein. Und dann werden wir das eben einfacher haben hier. Ach so, war ein Baum. Okay, dachte, das wäre ein Skelett. Ein Bett habe ich doch hier. Genau, so. Und Leitern haben wir noch einiges mit. Ach, ich nehme mal eine Tür auch mit. Ja, das ist nicht verkehrt. Stein und so weiter haben wir ja genug. Fackeln. Oh, Fackeln. Ja, ich kann noch ein paar Fackeln machen. Wo haben wir denn welche? Nö, da nicht. Kohle. Nein, da ist keine Kohle. Wir haben noch irgendwo Kohle. Da auch nicht. Ne, da ist nichts drin. Hey, wo ist unsere Kohle? Ach, hier. Kohle. Okay, so. Und dann brauchen wir noch ein paar Stöckchen. Aber da haben wir keine Schwarzeichenholz. Oh Mann, wir haben so viel Schwarzeichenholz. Naja, zu Hause in unserer Welt. Hier irgendwie nicht. Also hier gibt es das auch, aber nicht so viel. So, wie viel kriegen wir da jetzt raus? Ich fürchte, dass das nicht so viel ist. Na, immerhin 8. Nee, das ist mir zu wenig. Ich will mehr haben. So. Ja, komm ey, wir haben hier so viel Eichen, da muss ich sowieso Bretter draus machen. Dann nehmen wir doch mal das hier. So, einer bleibt natürlich übrig. Ja, jetzt haben wir, aber nicht genug Kohle. Macht nix. Ah, wir haben, oh, ja, daran habe ich nicht gedacht. Na gut, da werden so viele gleich draus. Ist doch egal, dann machen wir einfach... Dass wir zurück hier und Fackeln. Ach, die Fackeln packe ich traditionellerweise zum Werkzeug. Wenn es denn da drin bleiben will. So, und diese auch. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal die Spitzhacke. Wir müssen uns jetzt ja nicht so wahnsinnig beeilen. Und kümmern uns nochmal um das Feld hier. Da ist ja schon wieder einiges gewachsen. So, das da und das und das und das. Sehr schön, das gefällt mir. Ja, also ich glaube, in Sachen Nahrung. Müssen wir uns wohl keine Sorgen machen. Das läuft hier gerade ganz gut. Ist da was reingefallen? Ja. Na, komm raus hier. Bist du vorne auch noch? Jetzt muss ich mal eben eine Leiter aus dem Inventar nehmen. Da packen wir dahin. Und das dahin, weil ich ja gleich wieder anbauen will. So, und ihr hört das wahrscheinlich auch im Hintergrund. Ich hoffe nicht zu laut und nicht zu leise. Ich habe neue Musik. Ja, ich war am Sonntag mal wieder fleißig und habe mir ein paar neue Musikstücke rausgesucht. Auch bei OC Remix. Also das ist ja so eine Netzseite, wo man das machen kann. Da haben wir noch was übrig. Und das ist halt alles kostenlos und lizenzfrei. Die Interpreten oder wie die Leute sich nennen, die das machen, die sind natürlich genannt in den Folgen. Da ist noch was. In den Unterschriften der Folgen. Ich verweise dann immer auf eine dann und ich packe das nur immer in eine rein. Das habe ich anfangs immer in alle gemacht. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist doch viel zu viel. Aber ich habe einen Verweis drin und dann, wenn sich jemand dafür interessiert, von wem das ist, dann kann der nahe nachsehen. So. Und gleich wieder dahin. So, haben wir jetzt noch was? Nee, aber nur Weizen. Ah, Moment mal, Weizen, da fällt mir was ein. Wir könnten ja auch mal eine Schafzucht machen. Muss ja keine große sein. Und dann, da hinten waren noch Schafe. Dann bräuchte ich aber auch noch ein paar Zäune. Und dann noch eine Schere und dann kriegen wir noch Wolle für ein weiteres Bett. Das ist ja nicht verkehrt, wenn wir sowas haben. Mal sehen.
ob da hier jetzt mal gerade so in der Nähe ein Schaf ist. Oh, ich muss mal was essen. Ein Kanickel, okay. Schön und gut, aber Kanickel geben nicht so viel Wolle. Und die in Minecraft geben gar keine, so wie ich bislang herausgefunden habe. Aber ich weiß ja, auf der anderen Seite, da unten, da sind doch Schafe. Genau, dann werden wir einfach einen Zaun mitnehmen und das da unten zur Schafweide machen. Das ist doch das Praktischste, was man machen kann. Jetzt muss ich nur mal sehen, ob denn da auch genug zu futtern ist für die Schafe. Da ist, ja, da ist Schnee. Also, dann müssen wir zur Not ein bisschen Platz machen. So, wo haben wir denn Zäune? Hier. Na, ob das reicht? Weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. So. Ach, aber die Dingsbums kann ich ja da lassen. Da. So. Ich glaube, das dürfte genug sein. Ach ja, hier. Unser Prallschutz ist erst da. Ja, das ist, glaube ich, ist eine gute Idee. Also, mal sehen, wie es da aussieht. Das wäre mir nämlich schon wichtig, denn ich weiß ja nicht, wie lange das hier noch dauert und was sonst noch so alles geschieht hier. Und, aha, das sind ja Schwarzeichen. Jede Menge. Und da ein bisschen mehr Dings zu haben, wäre sicherlich nicht verkehrt. Ein bisschen mehr Wolle oder ein bisschen mehr Betten. Also wenn es Niederschlag gibt, dann wird das da wieder hinfallen. Also das, nee, das bringt dann also nichts. Dann muss ich hier ein bisschen Platz schaffen. Ach ja, und Bäume abschlagen. Die nehmen mit ihrem Stamm, oh, ein Schaf in Not. Die nehmen ja auch Platz weg. Moment mal, das Schaf in Not muss ich mal befreien. Erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. So, das ist Schaf da auch rauf kann. Und jetzt habe ich Wolle und, Wolle sage ich, Erde. So, und pack die mal dahin. Ja, dann ist das Schaf aber immer noch eingesperrt. Oh Mensch, das ist doch wie viel Wasser. Ja, wo kommt das alles her? Moment mal. Und da sind auch Schafe, die sind da drin alle irgendwie gefangen. Oh, das ist ja riesig. Ja, ich glaube, boah, was machen wir denn da? Ich wollte ja eigentlich an der Leiter da weiterbauen. Aber das mit den Schafen ist eine gute Idee. Ja, Schafe, ich habe euer Problem erkannt. Ich werde da schon dafür sorgen, dass das, also ich muss erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Ach man, ey, kaum fängt man irgendwas an, kommt einem schon wieder alles Mögliche dazwischen. Das ist immer so. Es ist auch so im echten Leben. So, wie, oh. Ja, und was mache ich da? Da hochkrabbeln und das da oben dann dicht machen. Aber dieser Wasserfall an sich ist ja recht schön. Hm, ach, ich weiß es auch nicht. Wie soll ich das jetzt machen? Ich müsste irgendwie dafür sorgen, dass das Wasser hier nicht so stark fließt. Aber wie geht das denn? Irgendwas mit Erde davor bauen? Oder hier das... Ah, das ist vielleicht möglich. Moment mal. Da. Ach so, da stehe ich ja selbst. Okay. Nee, nein. Das war verkehrt. Ja, ich könnte es aber auch anders machen, nämlich diese Erde da einfach wieder wegmachen. Ich habe Raketentechnik studiert und nicht Wasserbau. Mensch. So, also hier. Liebe Tierchen, ihr müsst jetzt mal hier da ein bisschen rausgehen. So, ich mache euch da mal frei. Einen Durchgang. Ist ja immer so eine Sache, ob sich die Tierchen da dann durchtragen durch so einen Tunnel. Da gibt es ja auch an unter Autobahnen oder sowas immer so, ja nicht immer, aber bisweilen, so Übergänge oder so Durchführungen. Aber Moment, und da muss Wasser rein. So, ach, da ist das Schaf gerade. So, Schaf, du kannst hier auch wieder runter. Und eben gezwungenermaßen. Da mache ich euch mal einen Weg, den Weg frei. Und da ein bisschen größer den Durchgang. So. Also hier wird meine Unterführung eigentlich ganz gut angenommen. Das freut mich. Okay. Und jetzt ist da jede Menge Wasser. So, das heißt, da kann jetzt sowieso kein Schaf mehr durch. Wenn ich das hier wegmache, wird es dann weniger.
Ich dachte, das würde dann weniger. Oh, da hängt der Baum halb in der Luft. Ja, der muss jetzt eben mal dann so in der Luft hängen. Warum ist hier alles voller Wasser? Und da hinten ist ja noch ein Schaf. Oh nee, also, nee, also wirklich. Nee, nix da. Das passt mir nicht. Ich gehe jetzt da hoch und mach das zu. So, das ist zu viel. Nein, das ist zu viel Wasser. So nicht. Da, jetzt weiß ich auch nicht, wie ich mich da am besten hochbuddle. So, also nee, das so geht das nicht. Das kann nicht sein. Also ja, dann komme ich wieder nicht dazu. Außerdem wird es dunkel, sehe ich gerade. Ja, Schaf, du musst dich noch ein bisschen gedulden. Bist du selber schuld, dass du da reingegangen bist? Okay. Ja, dann, Moment, falsches Werkzeug. Gehe ich gleich mal hier drin weiter. So. So und so. Ich glaube, ich muss jetzt mal ins Bett gehen. Ach, was hier oben, da kann sowieso nichts passieren. Also weiter. Haben wir mal ein bisschen Abenteuer hier. Okay. Aber nicht allzu viel Abenteuer, hoffentlich. So, ich muss ja nur da hochkommen. Ja, da kann ich ja schon wieder als Stufe das nutzen. Okay. So, also ich glaube hier... ich wollte eigentlich die Schaufel verwenden. Und eine Fackel. So. Na, komm. Schaufel. Da und da und da. Falsches Werkzeug. Ja, ich habe übrigens letztes Mal nochmal nachgesehen, also abseits der Aufnahme nochmal, wie viele Diamanten ich habe. Ich habe einen ganzen Beutel voll und sogar noch mehr. Also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Ich will immer so gerne... nicht immer einen Stapel oder Stack gar sagen. Nein, das soll schon ein bisschen irgendwie schöner, abwechslungsreicher sein. Und deswegen suche ich immer so nach Bezeichnungen für größere Mengen von etwas. Eben sowas passt bei Diamanten, würde ich eben sagen, ein Beutel. Oder bei Steinen ist es dann, ja gut, ein Stapel oder Palette, könnte man sagen. Irgendwie sowas eben. Und ja, wo bin ich denn jetzt eigentlich hier hingeraten? Das gibt's übrigens, davon bin ich ein bisschen inspiriert worden. Ich habe das mal vor ewigen Jahren mal gelesen. Da habe ich mir eingebildet, ich müsste jetzt Chinesisch lernen. Und ja, Fackel brauche ich noch nicht. Also ich glaube, ich bin jetzt hoch genug. Also habe ich mir eingebildet, ich müsste jetzt Chinesisch lernen. Und hatte dann auch ein Lehrbuch. Und da stand dann auch drin, wie das ist bei den Chinesen mit dem Zählen. Und also ich gehe jetzt mal da durch, das muss ja irgendwie mal ein Ende haben. Und die haben dann natürlich auch solche Mengenbezeichnungen. Achso, nee, Moment, das will ich ja. Also so wie Dutzend und sowas. Ja, haben die sicherlich auch. Aber die Art und Weise, wie sie etwas zählen, ist doch was anderes. Und zwar im Deutschen kann man ja einfach so sagen Stück. Stück sowieso, 5 Stück Eier, 10 Stück Vieh oder irgend sowas. Und wie lange geht das denn noch? Also, ach Mensch, das kann doch wohl nicht sein. Unmöglich. Ist jetzt schon wieder Tag oder sehe ich das falsch? Nee, echt jetzt? Nee, noch nicht. So, also wo kommt denn das Wasser jetzt her? Komm, mal darunter springen. Ja, das kann doch gar nicht so weit weg sein, oder? Ja, vielleicht muss ich doch irgendwie auf der anderen Seite hoch. Also wie dem auch sei, ich... ja, komm, ich versuch's jetzt mal hier. Los, hoch. Oh, da höre ich schon wieder Zombies. Moment, ich wollte ja nur... Achso, ich muss aber die Schaufel in die Hand nehmen. So, also zurück zur chinesischen Sprache. So, ich meine, ich habe da nicht wirklich was gelernt, aber so ein bisschen was eben erfahren. Und also so wie man bei uns immer so 5 Stück Vieh sagt oder was auch immer, zählen die... oder haben die dann solche Bezeichnungen, abhängig davon, was es ist. Ich meine, das ist ja im Deutschen auch so oder in anderen europäischen Sprachen. Aber die haben dann eben irgendwie so andere Sachen. Und da habe ich ein Beispiel, das mich da so fasziniert hat. Ach, verkehrt. Und das war bei Messern. Messern zählen sie im Griff. 5 Griff Messer oder sowas. Das finde ich total cool. Und deswegen, also das... Ich will da jetzt hoch. Hoch, nicht rein. Und deswegen, ich habe ja einen Eimer, also ich kann das wirklich ganz komplett zumachen. Ah, ich bin hier oben, ja.
Moment, also ja, damit bin ich auch schon fertig mit Erzählen. Das geht ja noch weiter hoch. Mit Erzählen von der chinesischen Sprache. 5 Griffmesser, ja. Ich habe jetzt 5 Griff. Nee, wie viel? 3 Griff Spitzhacken habe ich hier. So. Cool. Naja, und das hat mich immer so ein bisschen dazu inspiriert, da irgendwie solche Bezeichnungen immer zu nehmen. Und so englische Begriffe mag ich sowieso nicht. Also wäre ich zu dämlich, das zu übersetzen. Also echt. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der große Meister in Englisch, aber ich meine, soweit, beziehungsweise im Übersetzen von Englisch, aber soweit reicht es ja dann doch noch. So, also. So, Wasser. Schluss mit dir. Jetzt ist das hier. Aha, okay. Ich lasse das einfach mal noch da. Zack. So. Jetzt muss ich nur wieder eben hier runterkommen. Ah, das kriege ich hin. So. Wer wohl schneller ist? Ich oder das Ende des Wassers? Ah, ich glaube das Wasser. Ah, nee, doch nicht, weil ich runtergefallen bin. Okay. Da, oh ja, ich bin ja richtig schnell. So, oder ist da noch eine Quelle? Nee, das hört da auf. Ja, sehr gut. Dann kann ich ja gleich mal was essen. Und wieder das Schwert in die Hand nehmen. So, also falls jetzt hier noch irgendwelche Schafe sind oder andere Tierchen, dann sind die jetzt frei. Da mache ich mal was rein hier. Oh, da unten ist noch ein Schaf, ein einsames Schaf. Und du bist jetzt auch befreit. Und ich mache dir mal die Weide ein bisschen größer. Damit du auch Platz hast mit deinem dicken Hintern da.